Warnung! Dieses Video könnte Spoiler zu Büchern, Filmen, Serien aller Art enthalten. Eine Liste darüber, welche Werke in dieser Folge referenziert werden, findet ihr in der Videobeschreibung. Howard! Ist das dein verdammter Ernst? Die Küche sieht aus wie ein Saustall! Darf ich Sie darauf hinweisen, dass Sie seit Ihrer Ankunft an diesem rätselhaften Ort nicht ein einziges Mal das Bad geputzt haben, King? Ich habe keine Ahnung, was du jede Nacht in diesem Bad veranstaltest, aber ich mache das ganz sicher nicht sauber. Du bist hier der, der für dieses ganze Chaos sorgt. Und jeden gottverdammten Tag wird es mehr. Schleichendes Chaos. Erinnert sie das an was? Scheiße, Lovecraft, das ist echt nicht mehr witzig. Fick dich! Ach, bleib mir weg mit deinen Hirngespinsten. Edgar, wo steckst du? Ach, wo treibt er sich bitte rum? Der ist doch sonst nicht so unauffällig. Hä, was soll das denn sein? Scheiße! Edgar, sag mal, spinnst du? Du weißt, dass ich treffsicher bin. Und damit es so bleibt, muss ich fleißig üben. Ich meine, was ist, wenn Phil und du sich mal wieder in Gefahr befinden? Der Molch ist ein Lauch und du ein alter Knacker. Nicht so ungut, Steve. Ach, ihr beide könnt mich mal. Warum bin ich verdammt nochmal hier gelandet und nicht bei Shelly und Stoker? Da hätte ich doch auch irgendwie reingepasst. Steve, überlege dir gut, was du in meiner Gegenwart sagst. Ach, sei doch still. Wenn du mich suchst, ich bin auf keinen Fall hinter dem Haus mir einen Sargnagel gönnen. Warum lasse ich ihn das durchgehen? Welpenschutz, schätze ich mal. Diese gähnend langweilige Wüste. Was für Geschichten haben denn bitte jemals an so einem gottverlassenen Ort begonnen? Was? Er? Er? Nein, er darf mir nicht entwischen. Vergesst den alten Mann. Rotzbremse und Lauch werden reichen. War das nur eine Fata Morgana? Du rauchst eindeutig zu viel Teufelsgras. Jesus Christus! Du bist es! Roland! Bist du etwa durch eine Tür in diese Welt gekommen, um mich von hier zu retten? Dich retten? Was bedroht dich denn? Oh, meine Mitbewohner treiben mich in den Wahnsinn. Entweder ich oder sie sollen verschwinden. Ich ertrag das nicht länger. Du willst deine Gefährten aufgeben? Du willst, dass ich dich von ihnen trenne? So wie du mich von meinen getrennt hast? Jake... Nicht nur einmal. Roland, ich... Du bist eines Revolvermannes nicht würdig. Spürst du denn nicht, dass dein Kartett genau in diesem Augenblick in Gefahr ist? Hä? Wie meinst du das? Du hast das Gesicht deines Vaters vergessen. Rette dein Kartett! Rabe und Tintenfisch sind im Netz. Der Clown ahnte wohl etwas, er hat die Flucht ergriffen. Feiglinge sind uns nicht von Nutzen. Unsere grimmigen Schöpfer brauchen willensstarke Individuen. Dieser King ist zu bedeutungslos. Ich frage mich, ob er es akzeptieren kann, wenn Rhea nun Menschen nimmt, die ihm persönlich nahestehen. Wer zur Hölle ist Rhea? Leute... Ich bin wieder da. Wisst ihr, wen ich gerade draußen getroffen habe? Ach, warum frage ich überhaupt? Edgar, du würdest doch sowieso nur einen dummen Spruch abgeben. Edgar? Hallo? Leute? Was in drei Teufelsnamen heckt ihr wieder aus? Kommt raus! Kann es sein, dass Roland vielleicht recht... Boah, mein Schädel, ey. Was war das denn bitte? Mir wurden eindeutig gekidnappt. Wer bist du, dieser Doll? Da haben wir euch endlich. Zwei großartige Schriftsteller, die uns dabei helfen werden, unser Werk fortzusetzen. Oh, es sind die Exposition Brothers. Ich sehe nichts. Etwa die Gebrüder Grimm?
Ganz genau. Und ihr kennt sicher unser Geschäftsmodell. Ihr klaut Geschichten von irgendwelchen Suffköppen, weil ihr es nicht auf die Kette bekommt, euch eure eigenen Geschichten auszudenken? Wir sammeln. Das ist ein Unterschied. Aber das mit den Trunkenbolden stimmt. Da sind wir bei dir ja an der richtigen Adresse, mein werter Herr Poe. Ach, schiebt ihr das Werte gefälligst in deinen eigenen Poe. Wir werden euch keine neuen genialen Stories unseres, meines Verstandes offenbaren. Wenn ich dieses Haus zum Verzehr bekommen würde, wäre ich damit einverstanden. Schwach, Phil. Einfach schwach. Euch bleibt keine andere Wahl. Ihr werdet uns neue, ungeschriebene Erzählungen berichten und wir werden diese dann unter dem Logo der Grimm Brothers verhökern. Ihr seid hier gefangen und niemand da draußen kann euch retten. Was war das? War das real? Ich verstehe das nicht. Das ist Kato, gottverdammter Narr. Du bist Urheber dieser Kraft. Du bist der Vater von all dem. Und ich erinnere mich an das Gesicht meines Vaters. Und dieser war ein Revolvermann. Und jetzt rette dein Quartett, wie ich meines hätte retten wollen. Hey Frank, fährt eure Schrottlaube eigentlich noch? Und habt ihr Waffen? Was hast du, Liebes? Was fehlt dir? Er kommt. Wer kommt? Ein Reisender in Blei. Ich verstehe. Wir werden jeden mobilisieren. Okay. Jakob und Wilhelm haben Edgar und Howard entführt, damit die neue Geschichten für sie erfinden? Deren Stil passt doch gar nicht zu den Grimm Brothers. Hätten die auch mich fragen können. Haben sie doch. Aber du hast ihnen eine Pfeife mit Schießpulver angeboten. Stimmt. Das konnte ich mir einfach nicht verkneifen. King, wie läuft's da hinten? Kannst auch das MG vom Dach haben, wenn du willst. Nein. Diese Revolver sind alles, was ich brauche.
Bring Großmutter Kuchen und Wein. Da kann nichts schiefgehen, hat sie gesagt. Hier. Hey, hey, bitte bleib mal ganz ruhig. Wir wollen uns hier alle mal fein entspannen, okay? Keiner entspannt sich hier. Steck die Donnerbüchsen weg oder deine Freunde folgen unseren Freunden. Freunde? Das sind keine Freunde. Was? Sie sind mein Quartett. Wenn euch meine Kanoniersaugen noch einmal erblicken, habt ihr jeweils ein Loch in der Schläfe. Sucht euch wen anders. Stoker zum Beispiel, der hat da voll Bock drauf. Ja gut, wir verziehen uns schon. Scheiße, wir werden uns beim Stammtisch bei Anderson so sehr blamieren. Edgar, wo steckt Howard? Hä? Na, direkt hinter mir. Phil? Hey, wo steckst du? Dieses Haus ist ein wahrer Traum. Hey Steve, ich weiß, ich bin mit meiner Bewunderung dir gegenüber leicht bescheiden, aber... Das war saugeil, Alter! Der Wolf will dich fressen und du so, oh, fick dich, Wolf! Ich meine, wo dich Rapunzel über den Boden schleift und du so, no way, Bitch, ich hab eine zweite Knarre! Und dann bang, Headshot! Zugegeben, Hänsel und Gretel war ein bisschen grausam. Ich meine, das waren Kinder, Steve. Du. Wie oft bist du durch Wüsten gelaufen auf der Suche nach dem Tor? Wie oft hast du es geschafft und bist dann doch wieder in eine Wüste gelandet? Doch in dieser Wüste warst du noch nie. Und du wirst hier auch keinen Turm finden. Der Turm dieser ist nicht für dich bestimmt. Ich werde dich von deinem Leiter lösen. Ein für alle. Irgendwie muss ich mich hier revanchieren können. Und damit herzlich willkommen auf der Endcard. Und wenn ihr die Beschreibung nicht gelesen habt und jetzt gespoilert wurde zum dunklen Turm, selbst schuld. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn dem so sei, dann würde ich mich natürlich über ein Like, Abo freuen. Zeigt es allen Leuten, die meinen, dass sie damit was anfangen könnten. Und ja, ich denke, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ach Quatsch, nein, als nächstes kommt doch erstmal das Making-of. Ja, wir sehen uns dann wieder zum Making-of. Macht's gut, Leute. Möge das K mit euch sein. Oder so ähnlich. Das K ist doch eigentlich nur eine riesen Universalausrede, damit im Plot alles geschieht, was King gerade braucht, oder? Ja.